Am Donnerstag standen von Konjunkturdatenseite hauptsächlich die Daten aus Deutschland im Fokus, nämlich die aktuelle Inflationsrate, die erste Vorabschätzung für den Monat März. Und interessanterweise ist die Preissteigerungsrate auf 1,6% gesunken. Ökonomen hatten mit einem Rückgang gerechnet, allerdings diesen nur so auf 1,8-1,9% taxiert, nachdem die Inflationsrate ja im Monat Februar noch bei 2,2% gelegen hatte. Und da war ganz schön Druck aufgekommen, auch auf die Währungshüter der Europäischen Zentralbank, doch die Geldpolitik entsprechend anzupassen. Möglicherweise die Zinsen dann doch mal wieder schon etwas früher leicht anzuheben oder die Wertpapierkäufe zurückzufahren. Aber die haben sich bisher von ihrem Kurs nicht abbringen lassen. Und das war ehrlich gesagt auch nicht zu erwarten, weil die vielen doch hochverschuldeten Länder Südeuropas ja auch mitgenommen werden. Nun ist der Druck auf die Europäische Zentralbank durch die heutigen Daten zumindest aus Deutschland etwas gesunken. Am Freitag bekommen wir aber weitere Inflationsdaten. Aber das schauen wir uns jetzt gleich im Detail an, denn das ist unser Ausblick auf die wichtigsten Konjunkturdaten für Freitag, den 31. März 2017. Und damit hätten wir dann auch das erste Quartal an der Börse entsprechend abgeschlossen. Um 1.50 Uhr in der Nacht gibt es neueste Zahlen zur Industrieproduktion in Japan im Monat Februar. Dann bekommen wir um 3 Uhr aus China die Einkaufsmanager-Indizes aus der Industrie, also für das verarbeitende Gewerbe und auch für den Dienstleistungssektor. Es sind dies die offiziellen Angaben der chinesischen Regierung. Um 9.55 Uhr kommen Arbeitsmarktdaten aus Deutschland mit der Veränderung der Arbeitslosenzahl im Monat März. Um 10.30 Uhr gibt es die endgültigen Angaben zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in Großbritannien. Um 11 Uhr dann der schon gerade angekündigte Datensatz zur Veränderung der Verbraucherpreise in der gesamten Eurozone. Der ist für die Währungshüter rund um Mario Draghi beim EZB-Rat natürlich von besonderem Interesse. Und mal sehen, ob dann die Schätzung mit 1,8% der meisten Ökonomen hier tatsächlich auch eingehalten wird oder ob diese Inflationsrate dann auch niedriger ausfällt, so wie das jetzt in Deutschland schon der Fall war. Um 14.30 Uhr kommen dann die aktuellen Angaben zu den Konsumausgaben in der größten Volkswirtschaft der Welt, den Vereinigten Staaten von Amerika. Und dann gibt es noch einen Datensatz aus Amerika um 15.45 Uhr mit dem stark beachteten Einkaufsmanager-Index aus der Region Chicago für den Monat März. Also, wir haben auch zum Wochen- und Quartalsschluss noch allerhand zu tun.